Hallo alle zusammen. Normal kann jeder, das dachten sich wohl auch die Bewohner der folgenden Häuser. Denn normal ist an diesen Reihen gar nichts. Während sich die meisten Menschen mit einer persönlichen und individuellen Inneneinrichtung ein gemütliches und einzigartiges Daheim schaffen, muss für andere das ganze Haus außergewöhnlich sein. Durch die exzentrischen Wohnwünsche dieser Kunden entstanden weltweit Häuser, wie man sie garantiert nicht jeden Tag zu Gesicht bekommt. Hier sind 10 davon, die dir ganz bestimmt die Sprache verschlagen werden. Eine alte Wasserkläranlage wird zum Traumloft. Philippe Tondeur war früher Pilot bei der belgischen Armee und flog Militärhubschrauber. Heute arbeitet er als Privatpilot und hat in der Villefranche-sur-Mer an der französischen Riviera ein sehr außergewöhnliches Haus gekauft. Gemeinsam mit der belgischen Innenarchitektin Bernadette Jacques baute er es in 16 Jahren Arbeit zu einem atemberaubenden Loft um. Das Haus war im Jahr 1910 eine Wasserkläranlage, was bis heute eindrucksvoll sichtbar ist. Inmitten des Wohnzimmers thront die antike, messingfarbene Wasserpumpe, die dem modernen Loft als Herzstück über 3 Etagen einen einzigartigen Stil verleiht. Insgesamt ist das Anwesen etwa 500 Quadratmeter groß und besitzt 3 Schlafzimmer und 3 Badezimmer. Auch ein 65 Quadratmeter großes Gästehaus gibt es. An eine Garage für 5 Autos, einen beheizten Swimmingpool und einen extra großen Whirlpool wurde ebenfalls gedacht. Neben dem industriellen Look des Lofts und der fantastischen Aussicht auf den Hafen beeindruckt das Haus mit seiner hohen Sicherheit durch kugelsichere Fenster. Wohnen im Haus Gottes. Als 1867 in Brisbane in Australien die Kirche erbaut wurde, ahnte wohl noch niemand, dass eines Tages das Team von Willis Greenhawk Architects ein atemberaubendes Luxushaus daraus machen würde. Der Kirchensaal wurde zu einem weitläufigen Wohnzimmer im Loftstil mit hohen Wänden. Kunstvolle Balken, typische Kirchenfenster und eine zur Galerie umgebaute Empore verleihen dem ehemaligen Haus Gottes ein anmutiges Ambiente. Komplett in Weiß gestrichen fühlt man sich trotz der riesigen offenen Küche und modernen Einrichtung noch heute, als würde hier eine besonders heilige Stimmung herrschen. Ein Klavier lädt zum Singen und Lobpreisen ein. Ob der Dank hierbei dem Schöpfer oder dem Architekten gilt, entscheidet dabei jeder selbst. Das wunderschöne und sehr spezielle Zuhause hat außerdem einen Pool mit Salzwasser, einen Weinkeller und ein eigenes modernes Heimkino. So lässt es sich definitiv leben wie ein Gott. Eine ehemalige öffentliche Toilette wird zur Luxuswohnung. Was die Architektin Laura Jane Clark getan hat, daran hat zuvor wohl noch nicht einmal jemand gedacht. Sie kaufte sich eine alte unterirdische öffentliche Toilette in der Innenstadt von London. Zerbrochene Kloschüsseln, marode Wände, Müll überall und eher eine Ruine als ein potenzielles Zuhause. Doch Laura ließ sich nicht unterkriegen und erschuf aus dem Nichts das Unfassbare. Aus der ehemals öffentlichen Toilette wurde nämlich ein wahres Luxuszuhause, das seinesgleichen sucht. Obwohl es unterirdisch liegt, ist es sehr hell in jedem Zimmer. Das liegt daran, dass alte Glaskachelfenster an der Decke das Tageslicht hineinfallen lassen. Das besondere tunnelförmige Design der Wohnung, ein luxuriöses Bad und eindrucksvoll gestaltete Zimmer lassen heute niemanden mehr auch nur ansatzweise ahnen, dass hier früher Bürger und Touristen Londons zur Toilette gingen. Wasserturmhaus mit grandioser Aussicht über London. Ursprünglich wurde der 8-stöckige Wasserturm im Jahr 1867 erbaut, um das Lambeth Workhouse und Hospital mit Wasser zu versorgen. Im 20. Jahrhundert stand es dann jedoch leer und wurde lediglich von einer großen Schar Tauben bewohnt. Lee Osborne und sein Partner Graham Vauchy machten den verlassenen Turm zu ihrem Großprojekt und bauten es zu einem Zuhause um, das in Staunen versetzt. Mit einer hochmodernen Einrichtung, einer Dachterrasse und einem Wohnzimmer in der Turmspitze mit Rundumblick über London haben die beiden Briten den ehemaligen Wasserturm in ein wahres Wohnhighlight verwandelt. Leben auf einem traumhaften Hausboot. Eigentlich wurde dieses ganz besondere Zuhause einst als Frachtschiff gebaut, das durch die Kanäle schippern sollte. Doch vor einigen Jahren wurde es in ein wunderschönes Hausboot mit maritimem Flair umgebaut. Bullaugenfenster, eine alte Schottentüre und Rettungsringe schaffen eine Atmosphäre, die sowohl ganz besonders als auch äußerst gemütlich ist. Durch ein Glasdach an Deck fällt immer Tageslicht in das Wohnzimmer und die Küche und setzt das typisch schwedische Ambiente der Einrichtung in Szene. Das Hausboot hat sogar einen Geschirrspüler, ein eigenes Kinderzimmer und ein modernes Bad. Eine gläserne Kapitänskabine bietet den idealen Ort für Partys und romantische Ausblicke auf die Stadt bei Nacht. Denn zurzeit liegt das Hausboot vor den Toren der schönen Stadt Stockholm und verwöhnt seine Bewohner mit einem Wohngefühl der Extraklasse.
Auch wenn es im Winter eventuell ziemlich kalt auf dem Wasser werden könnte, ist das Hausboot ein gemütliches und phänomenales Sommerhaus. Von einer Wasserpumpanlage zum Designer zu Hause. In Yorkshire in England steht ein altes Steingebäude. 1848 wurde es als Wasserpumpanlage errichtet und lässt beim ersten Blick nicht einmal ansatzweise erahnen, was sich im Inneren befindet. Denn betritt man das Gebäude, finden sich keine Maschinen und Pumpen mehr. Heute ist die Anlage ein Meisterwerk der Innenarchitektur und ein absolutes Luxuszuhause. 3 Schlafzimmer, 2 Wohnzimmer und 2 Badezimmer hat das Anwesen, das mit seiner geometrischen Architektur ordentlich etwas hermacht. Hohe und helle Wände wirken einladend. Eine hochmoderne Inneneinrichtung und ein edler Holzboden verleihen der ehemaligen Wasserpumpenanlage ein prachtvolles Ambiente. Zahlreiche Dachfenster ermöglichen eine einmalige Aussicht in den Nachthimmel. Das ganze Haus besitzt zudem eine Bodenheizung, so dass es selbst im Winter im Altbau nicht kalt wird. Ein luxuriöses Heimkino sorgt auch bei schlechtem Wetter dafür, dass garantiert keine Langeweile aufkommt. Traumwohnung in ausrangiertem Frachtcontainer. Gabriella Calvo und Marco Peralta wollten unbedingt naturnah mit ihren Pferden leben und die wunderschöne Landschaft um San José in Costa Rica genießen. Dabei wollten sie sich jedoch nicht, im wahrsten Sinne des Wortes, haushoch verschulden und so überlegten sie sich eine günstige Variante, ihren Traum Wirklichkeit werden zu lassen. Letztendlich schufen sie mit Benjamin Gracia Saxe Architektur etwas Großartiges. Aus alten Frachtcontainern entstand ein modernes Haus mit Glasfronten, Solaranlage, Belüftungssystem und einer zeitlosen und edlen Inneneinrichtung. Ganze 100 Quadratmeter umfasst das Containerhaus, das für gerade einmal etwa 40.000 Dollar erbaut wurde und einen umwerfend schönen Blick über die Berge bietet. Dieses Projekt soll als Grundlage für kostengünstige Häuser in armen Regionen der Welt dienen. Denn das Budget für den Bau des Hauses liegt sogar unter dem für Sozialwohnungen in Costa Rica. Ein Luxushaus zum Spitzenpreis. Was will man mehr? Wie aus einem Wasserturm ein Ort der Entspannung wurde. Der Filmdirektor Danny Boyle hat die Architekten Brian Messenger und Toby O'Rourke mit einem ganz besonders interessanten Projekt beauftragt. Denn über seinem Dachgeschoss-Apartment in New York City thront ein Wasserturm, wie er auf etlichen Gebäuden der Stadt zu finden ist. Boyle jedoch wünschte sich einen Rückzugsort zum Entspannen, Lesen und Arbeiten und so baute das Architektenteam den ehemaligen Wasserturm komplett um. Im Inneren wurde Platz geschaffen für ein Homeoffice mit atemberaubender Aussicht über die Stadt, einem Stauraum und einem Raum, in dem tagsüber das Licht durch die Decke fallen und nachts die Sterne beobachtet werden kann. Eine Wendeltreppe aus Metall verbindet den außergewöhnlichen Rückzugsort auf der begrünten Dachterrasse mit der modernen Loftwohnung darunter und wurde so zu einer ganz besonderen und gemütlichen Erweiterung des Wohnraums. Wie eine eigene Höhle mit Wohlfühlflair sitzt der schwarz gestrichene, runde Turm über den Dächern New Yorks. Ein marodes Fischerhaus wird zum modernen Blickfang. In der Nähe von Lissabon in Portugal wollte ein Paar mit Baby in ein romantisches Fischerhaus ziehen. Das Problem dabei? Das 100 Jahre alte Haus wurde damals aus den ortsüblichen Materialien wie Sand, Lehm und Holz gebaut und war dementsprechend fast eine Ruine. Das stellte die Architekten Enrita Selkova und Joao Aires Neves vor eine ganz besondere Aufgabe. Das Fischerhaus sollte in neuem modernen Glanz erstrahlen und zu einem eindrucksvollen Zuhause für die junge Familie werden. Heute ist von maroden Wänden nichts mehr zu sehen. In elegantem Weiß und edlem Holz gehalten wurde das maritime Haus zu einem wahren Blickfang. Hochwertiger Parkettboden, Holztreppen und eine schlichte und zeitlose Inneneinrichtung vereinen sich zu einem stilvollen Zuhause, in dem die 3 Bewohner garantiert glücklich werden. Unter den Treppen ist eine Menge Stauraum für Spielsachen, die vom Nachwuchs auf der eigenen Holzterrasse ausgiebig getestet werden können. Trotz modernem Flair hat das alte Fischerhaus seinen Matrimen-Charme beibehalten, was das Zuhause zu einem interessanten und einzigartigen Mix macht. Ein Haus so schmal wie kein anderes. Zugegeben, in diesem Haus zu leben wäre vermutlich nicht jedermanns Sache. Denn das Kehrethaus in Warschau ist mit 1,52 Metern an der breitesten und gerade mal 92 cm an der engsten Stelle das schmalste Haus der Welt. Eine einklappbare Treppe führt unten in das dreieckige Designerhaus, das als Kunstprojekt entworfen wurde. Dort befinden sich eine winzige Küche und ein ebenso kleines Bad. Diese erfüllen jedoch tatsächlich ihren Zweck und bieten die Möglichkeit zu kochen und sich frisch zu machen. Die Leiter nach oben ermöglicht den Zugang zur zweiten Etage, in der sich ein Schlaf- und Arbeitsbereich befinden. Zwischen 2 Wohnhäuser eingefasst steht es unauffällig in der polnischen Hauptstadt. Da kann man sich auch schon mal ohne Platzangst leicht beengt fühlen. Beeindruckend, wie einzigartig manche Menschen leben. Denn solche außergewöhnlichen Wohnräume sind nicht nur ein Zuhause, sondern ein wahres Statement. Kunstvoll erschaffen Architekten aus alten Gebäuden, Containern und Schiffen ein Daheim, das für Staunen sorgt.
Hast du schon mal so ein einzigartiges Haus gesehen? Und würdest du vielleicht sogar selbst gerne in einem der eben genannten leben? Schreib in die Kommentare, in welches du sofort einziehen würdest. Vielen Dank fürs Zusehen. Falls euch das Video gefallen hat, zeigt es gerne mit einem Daumen nach oben. Und um nie wieder neue Videos zu verpassen, klickt auf Abonnieren und wir sehen uns bald wieder.